Over here, Hunter. It's me, Ahu. Ahu? Ahu? Was geht denn hier ab in dem Dorf, Ahu? Source Hunter, you've made it into the hamlet of Silver Glen, I see. Unnerving spot, don't you find? Leandra has fashioned herself a hero here, but the townsfolk don't seem to know the truth behind the conduit, though they call themselves Immaculates. Okay, die haben noch nicht das ganze Ausmaß verstanden. Wolltest du schon abschlachten? Gebt mir Kraft. Oh. Was haltet ihr von diesen Makellosen? They're thick as trout, if you ask me. And unnaturally obsessed with ancient teachings. Eine kleine, ja. Ja. Kann ich verstehen. I haven't seen Leandra here myself, but she must have put on quite a show of magical mastery to enthrall a crowd of shaggy miners. To have them hop on the bandwagon of a shadowy religion wholly alien to them. Welche alten Lehren meint ihr? Haven't you heard them whisper of the blood? How their eyes shine when they discuss certain stellar stones? Star stones, of course, which drenched in blood become bloodstones and are used in healing rituals. Now, I can see how it could be a fantastic thing to nurse a dying human back to health if all it takes is to sacrifice a toad. But I spy bloodlust in these people's eyes. A bloodlust that goes beyond the usual meaning of the word. They all act like they're following a benign goddess that will lead them to paradise. But I'll be a dappled Dalmatian if any of that is true. Da ihr diesen Ort ausgekundschaft habt, könnt ihr mir vielleicht sagen, wo ich damit anfangen soll, nach dunklen Machenschaften zu suchen. I've been shadowing the local priest, a man by the name of Loic. I have the feeling he knows more than most in Silver Glen, for I followed him in the night when he meets with cloaked strangers and goblins even. Mangoth, Hyberheim. Of strange things I've heard him whisper. Yes, this priest has shady goings-on written all over that smug, holier-than-thou face of his. Ngoth? But we must start at the beginning, Source Hunter. The White Witch is still at large. If we want to get to the true heart of Leandra's doings, we must start with her sister. And she's far likelier to be in her cabin among the trees than here among Leandra's followers. Okay, soll das heißen, er fordert mich dazu auf, doch erst die Schwester zu... Ist das also doch erst die Hauptquest? Warum streift ihr im Silbertal in eure Katzengestalt herum? The advantage of being a puss, my friend, is that one can pussyfoot. A white-haired wizard draws attention, but a cat can move about unnoticed and, indeed, unseen. Not that I'm not extra wary of these bloodsuckers, though. There's a conspicuous absence of pets in this eerie little town. The Immaculate's presence here is highly disconcerting. But we mustn't lose sight of our mission, Source Hunter. The White Witch resides somewhere in the wilds of the surrounding forest, and we must find her. Okay. Also das scheint mir schon so, dass ich doch erst die Hexe holen soll. Jo! Eine Frage hätte ich noch, und zwar war hier irgendwo ein Vieh, was ich heilen sollte? Ich habe nie probiert, ob ich es einfach selber mit dem Heilzauber machen kann. Da kommt der Heldentrupp. Wir gelangten nach Hibberheim in das Reich, in dem Leandra ihre Schwester Ikara gebracht hatte. Hibberheim ist für uns Neuland, aber vielleicht finden wir mehr heraus, sofern wir Almina, die Freundin der Weißen Hexe, ausfindig machen können. Der Katzenzauber Ahu hat uns geraten, die Marklosen zu unterwandern, indem wir welche von ihnen werden.
Den Feind von innen kennenzulernen scheint ein guter Plan zu sein. Oh, no wizard's tricks will cure poor Alfie. Oh. Entschuldigung. Was? Sympathie minus 25? Weißt du, was auch mir Sympathie minus macht? Meine Axt in deinem Kopf? Glaube. Ich wollte ihm doch nur helfen. So wird einem Hilfe gedankt, ey. Was ist denn hier? Warum bleibt denn ihr stehen? Ran hier mit euch. Okay, der Soßenhunter dreht um. Imps have been slaughtered. How could such meek creatures have deserved this fate? Ah, dead imps. What a delightful sight. Welch wunderbarer Anblick. Potent heat. Potent heat. Verbeulter Kochtopf. Ein Helm. Sollen wir hier? Backe, Backe, Kuchen 2 kennen wir schon. Nee, what? Kannten wir nicht. Brot in einer Stadt zu backen besteht lediglich daran, Mehl und Wasser zu vermischen und ein heißes Feuer zu finden. Das habe ich doch gemacht. In der Wildnis muss man der entschlossene Bäcker jedoch einen Schritt weiter gehen. Mit Mörser und Stöße kombiniert mit Weizen produziert man ausreichend Mehl zum Backen. Das Wasser ist von einer Quelle in der Nähe bezogen. Brot. Zweihändig. Wir haben 30 Leben. Oh hier. Ja. 42 bis 70? War kein Leben drauf. Okay, dann nehmen wir den nur zum eventuellen Auslösen von irgendwas. Potent Heat. Warte mal. Wiegt das mehr? Ich hoffe nicht. Gott, wo ist es denn? Da. 20. Okay, doch, das wiegt mehr. Die wiegen gar nichts. Ja. Kann ich damit kochen? Brot, ne? Ne, Teig. Mehl und Wasser. Naja. Eagle Eyes! Careful, I've spotted a trap. Wo? Ich hab sie noch nicht gespottet. Wo hast du sie gespottet? Das da? Nee. Doch. Careful, I've spotted a trap. Hä? Da oben? Alter, was hat er für Augen? Staubtes Pergament. Dies scheinbar normale Pergament sieht zwar unscheinbar aus, aber es fühlt sich vollkommen fremd in eurer Hand an, in euren Händen. Aus welchem unbekannten Material das wohl besteht? Ihr habt die dritte meiner geheimen Schwestern gefunden. Ja, drei von vieren. Ihr seid ein bisschen zu gut, was?
Es verstößt schon fast gegen den Glauben, dass ihr drei meiner Schwestern in einem einzigen kleinen Abenteuer findet. Sagt mir, Held. Beobachtet ihr mich? What? Egal, löst das Rätsel, wenn ihr könnt. Ich bin euch auf der Spur, wisst ihr? Ich bin die Beine der Witwe, ihr funkelnden Augen. Ich bin die Jahreszeiten ihres zweijährigen Lebens. Welche Ziffer bin ich? What? Gestern gefunden. 3 von 4. Das steht schon fast gegen. 3 von 4. Habe ich schon 3 von den Dingern gefunden? Ich weiß, dass die 4. beim Ende der Zeit steht. Aber habe ich schon 2 vorher gefunden? Ich kann mich nicht an diese Briefe hier erinnern. So, ich bin die Beine der Witwe. Ihre funkelnden Augen. Ich bin die Jahreszeiten ihres zweijährigen Lebens. Beine der Witwe, Augen, Jahreszeiten, zweijährige Leben. 8. Ist das Mikro an? 8. Wie kann ich lösen? Okay, das ist strange. Ist nicht mein Problem. Ich hab hier, Ich muss hier gucken. Wir gehen noch kurz da hinten hin, dann komme ich zu dir. Keine Sorge. Aber warum renne ich denn als Einziger da vorne rum? Mit dem Rest? Flüsterholz? Ich höre es flüstern. Stern. Ich lass mir den Weg nicht vorschreiben. Sieben. Einfach mal 7 geschrieben. Das haben wir gerade im Kopf. Okay. Oh. Was war denn das für ein Geräusch? Mechanager. Er ist noch nicht im Kampf. Jetzt ist er im Kampf. Perfekt. Mechanager. Oh oh. Die haben Dynamit auf dem Rücken. Leben. Ich habe Angst, das zu tun.
bin hier raus. Jahan, kriegst du das hin? Nein! Abbruch! Nein! Ich habe gewählt! Beißen die zu. Die haben mich gestunt. Oh, die sind stärker, als ich erwartet habe. Ich habe eure Größe, Warte mal. Jahan. Ja, Jahan, ich glaube, für dich gibt es keine Rettung mehr. Eine Runde. So, auf einmal mit der Musik los. Gut, die sind eine Runde jetzt an. Ich könnte Jahan die eine Runde natürlich geben. Wobei, vielleicht hat das auch eher was mit Feuer zu tun. Aber dann, wenn ich dann zu... Ne, warte mal. Liegen halt alle gerade so schön. Huch. Okay. Gott sei Dank. Sind nicht explodiert. Alles gut. Und gerade mit dem Sound. Irgendwie komisch mit dem Sound gerade. Ich bin hier in einem toten Soundwinkel, habe ich das Gefühl. Zwei, und was kostet die? Fünf. Meh. Hä? Okay. Mathe halt. Willst du machen? Aha. Ich weiß gerade nicht, was... Okay, das mit dem Sound ist strange. Nee, hier, Kopfschrauber. Sie ist zu weit entfernt. Was? Der halbe Körper steht drinne.
Oh. Tricky, ihr kleinen Trickser. Hi, passt. Verdammt. Der ist näher dran. Der da hinten dürfte gar nicht bis rankommen. Okay, so sowieso nicht. Wieder voll. Verlierst Öl, wenn du beißt, Junge. Ja, klar. Haben wir hier noch Rüstung und Dings, haben wir noch laufen. Alle anderen Buffs sind vorbei. Beschworen sind die ja nicht. Übernehmen brauche ich auch gerade nichts. Können eigentlich mal. Den rufen. Sie kann eigentlich die Heilung auf sich machen. Diese Heilung auf mich. Jahan, kannst du eigentlich mal Speedwaffen? Da kommen wir nicht ran. Okay. Kitzelt. Was haben wir hier? Wunde verursachen. Verursacht eine blutende Wunde. Okay. 72. Guter Schaden. Umgibt euch mit einer Feuerfl... Ah, wir... Ah, gefailt. Ich würde eigentlich gucken, wie viel das bringt, aber naja. Und gute Nacht. Ach, gucke. Ist doch explodiert. Mit Feuer, sage ich doch. Ach, gucke, da ist wieder das... Sound ist wieder da. Ja, ja, du hättest mich mal... Ja, du hättest mich mal vor den Ratten hier warnen können. Huch. Das hier. Wachsamer Wächter. Ein wachsamer Wächter. Sagen wir, gucken mal, was der wachsame Wächter sagt.
Okay. Du solltest die Pilze looten, nicht die Kiste. So.